Gewaltbereitschaft und Radikalisierung an den Schulen nehmen zu. Nach einem runden Tisch mit Fachleuten im vergangenen November wurden heute Maßnahmen dagegen vorgestellt. Ein Leitfaden der Bildungsdirektion soll Lehrende im Umgang mit gewaltbereiten Schülern und Schülerinnen unterstützen. Uli Enzinger mit Details. In Bruck an der Mur planen zwei Jugendliche im Vorjahr einen Terroranschlag auf eine Mittelschule, um Christen zu töten. In Kärnten spielen Schüler im Klassenzimmer die Hinrichtung jüdischer Gefangener nach. Nur zwei Beispiele. Wegen Gewalt oder Radikalisierung wurden im vergangenen Schuljahr in der Steiermark 73 Schüler suspendiert. Tendenz steigend. In diesem Schuljahr waren es bisher bereits 41. Von körperlicher Sicherheit über Gefährdung der Sittlichkeit der Mitschülerinnen und Mitschüler bis hin zur Gefährdung des Eigentums ist eigentlich alles dabei. Es geht zum Teil, wie jetzt in Kärnten, in eine extremistische Richtung. Es gibt aber auch Fälle, wo es unter Anführungszeichen nur um Gewalt geht. Ein neuer Leitfaden soll Lehrern helfen zu erkennen, wenn sich Schüler radikalisieren. In der Folge ist dann eine Anleitung zu finden, wie man auf diese Tendenzen, auf diese Signale reagieren soll. Und der dritte Teil befasst sich dann mit den Maßnahmen, die wir anregen und die wir vorschlagen, um diesen Tendenzen entgegenzutreten. Künftig soll es Förderunterricht in Kleingruppen zu Themen wie Toleranz und Demokratieverständnis geben. In der Bildungsdirektion wird eine Koordinierungsstelle für Gewalt- und Extremismusprävention eingerichtet. Dort werden einfach Expertinnen und Experten vor Ort sein, die sozusagen Lehrkräften und Schulleitungen wertvolle Informationen geben können, wenn ein Fall an der Schule auftritt. Und das ist jetzt einmal sozusagen die große Neuerung, weil wir nicht wollen, dass die Schulen sich alleingelassen fühlen. Ab dem Sommersemester können Schulen ein mobiles Kriseninterventionsteam anfordern. Kommt es zu einer Suspendierung, die maximal 4 Wochen dauern kann, soll das keine reine Auszeit sein. Es soll ein begleitendes Programm Platz greifen, um sozusagen hier in dieser ganz besonderen krisenhaften Situation mit der Schülerin, mit dem Schüler zu arbeiten, um ihn sozusagen wieder zurückzuführen, wieder schulfit zu machen. Der Leitfaden wird nächste Woche an alle Schulen versandt und es sollen 23 zusätzliche Schulsozialarbeiter bereitgestellt werden.